Wundern oder ärgern Sie sich über Verknappungen, Teuerungen, Kriege, Corona-Maßnahmen, Klimawandel, politische Entscheidungen? Also Dinge, die unmittelbar unseren Alltag prägen? Und haben Sie sich auch schon gefragt, wie dies alles zustande kommt? Eine mögliche Antwort liefert der Finanz- und Wirtschaftsexperte Ernst Wolf in nachfolgendem Interview. Er zeigt auf, wie das World Economic Forum, WEF, in die eben genannten Lebensumstände hineinwirkt. Das WEF ist eine Stiftung und Lobbyorganisation, die jährlich zusammenkommt, um mit zahlenden Mitgliedern, international führenden Wirtschaftsexperten, Politikern, Wissenschaftlern, gesellschaftlichen Akteuren und Journalisten zusammen über aktuelle globale Fragen zu diskutieren. Wie man momentan in allen Medien hört und liest, tagen die Mitglieder ab heute wieder für 5 Tage in Davos und planen die nächsten Entwicklungen, wie von Ihnen behauptet wird, zum Wohle von uns Bürgern. Hören Sie nun die Beurteilung von Ernst Wolf. Wir müssen jetzt darüber nachdenken, wie wir die Post-Corona-Ära strukturieren, wie wir sie gestalten. Und da kommt mir natürlich das Wort Reset in den Sinn. Die Macht des WEF geht unendlich viel weiter. Also ich habe in den letzten Monaten immer mehr gemerkt, dass das WEF also eine der entscheidenden Institutionen auf der Welt ist. Und ich bin der Sache dann mal wirklich nachgegangen und habe dann mal die gesamte Geschichte des WEF aufgerollt. Und ich muss sagen, ich bin bei einigen Dingen sehr, sehr überrascht gewesen, dass die Macht des WEF doch noch viel weiter geht, als ich es bis dahin vermutet hatte. Die neue Agenda des WEF, die dreht sich ganz stark um den Transhumanismus, also um die biometrische Erfassung der Menschen. Man muss Klaus Schwab eines zugutehalten, also er hat alle Trends, alle technologischen Trends der Zeit immer sehr gut erkannt und ist immer sehr schnell auf diesen Zug aufgesprungen. Wir sehen ja im Moment, dass die Menschheit irgendwie abgelenkt werden soll. Also wir sollen ja abgelenkt werden, entweder über den Klimawandel, dann sollten wir abgelenkt werden über die Gesundheitskrise, dann gibt es die Inflation, dann gibt es den Krieg, jetzt gibt es hier in Deutschland im Moment die großen Polizeirazzien. Das WEF hat in den letzten Monaten und auch in den letzten Jahren die ein oder andere Datei verschwinden lassen. Also das Letzte, was verschwunden ist, nur ganz interessant, um was Aktuelles anzusprechen. Liebe Zuschauer, Sie sehen schon, unser Gast Ernst Wolf mal wieder auf diesem YouTube-Kanal. Ich freue mich riesig, Ernst, dass du dir heute die Zeit nimmst und mit mir über dein neues Buch sprichst. World Economic Forum, die Weltmacht im Hintergrund. Ich denke, der unsere Videos und unsere Gespräche kennt, weiß, dass es heute wieder mal ganz, ganz tief geht. Und ich muss sagen, dieses Buch verbirgt wieder wirklich wertvolle Informationen. Aber an allererster Stelle herzlich willkommen. Vielleicht lässt du den Zuschauern mal ein bisschen Informationen da, um was es eigentlich in deinem Buch geht, bevor wir dann so richtig tief starten. Hi, Ernst. Ja, danke für die Einladung, Dominik. Also das Buch, was mich dazu bewogen hat, das Buch zu schreiben, waren eigentlich die Ereignisse der letzten 2,5 Jahre. Weil in den letzten 2,5 Jahren ist mir so langsam klar geworden, wie wichtig das WEF weltweit geworden ist. Also die meisten Leute kennen das WEF ja inzwischen aufgrund des Buches von Klaus Schwab über den Great Reset. Und die meisten Leute wissen, dass das WEF jedes Jahr einmal die Mächtigen und die Reichen in Davos zusammenbringt. Und viele wissen inzwischen auch, dass die korporative und die politische Elite zum großen Teil vom WEF ausgebildet wurde. Aber die Macht des WEF geht unendlich viel weiter. Also ich habe in den letzten Monaten immer mehr gemerkt, dass das WEF also eine der entscheidenden Institutionen auf der Welt ist. Und ich bin der Sache dann mal wirklich nachgegangen und habe dann mal die gesamte Geschichte des WEF aufgerollt. Und ich muss sagen, ich bin bei einigen Dingen sehr, sehr überrascht gewesen, dass die Macht des WEF doch noch viel weiter geht, als ich es bis dahin vermutet hatte. Also das Ganze fing ja an 1971. Da hat ein deutscher Professor, der in der Schweiz gelebt hat, 2 Studiengänge dort absolviert hat, für ein Jahr an der Harvard-Universität gewesen ist. Da hat der mit 5 Jahren Berufserfahrung plötzlich die Idee gehabt, ich muss jetzt ein Symposium kreieren unter dem Namen European Management Forum und ich muss ganz viele europäische Top-Manager nach Davos einladen und die da mit den Top-Speakern der Erde zusammenbringen. Da habe ich mich als erstes mal gefragt, wie kann das sein, dass jemand in dem Alter von 32 Jahren mit so wenig Berufserfahrung ohne eine also grandiose Erfolgsgeschichte, es schafft, über 400 Spitzenmanager zusammenzubekommen. Und diese Leute waren allen Ernstes für 2 Wochen in Davos. Das war vor den Handys. Also die haben sich 2 Wochen lang aus ihrem Beruf verabschiedet, sind da gewesen und haben da den Top-Speakern ihrer Zeit zugehört. Alleine die Kosten für dieses ganze Unternehmen müssen absolut gigantisch gewesen sein. Also der Mann kann das nicht aus eigener Tasche bezahlt haben. Und deswegen bin ich auf die Idee gekommen, mal nachzuforschen, wer denn wohl die Hintermänner dieser ganzen Sache gewesen sein können. Und da gibt es also eine ganz einfache Antwort.
Klaus Schwab hat ein Jahr an der Harvard-Universität verbracht. Er ist da auf Henry Kissinger gestoßen, das war sein Professor. Er ist auf John Kenneth Galbraith, also einen Berater mehrerer Präsidenten, gestoßen. Und er ist auf Herman Kahn, einen der wichtigsten Zukunftsforscher seiner Zeit, gestoßen. Und diese drei Männer hatten schon länger einen Plan, nämlich amerikanische Geschäftsmethoden nach Europa zu bringen. Es war damals nämlich so ein bisschen so, dass die europäischen Manager sich vor der Übermacht der USA gefürchtet haben. Es gab damals ein Buch von einem französischen Medienmogul, Servan Schreiber, das hieß Die amerikanische Herausforderung, das war ein Bestseller. Und das drückte so ein bisschen auf die Ängste der europäischen Wirtschaftsführer, dass sie von den USA überrollt werden können. Und die Amerikaner haben darauf sehr geschickt reagiert. Sie haben nämlich dieses ESM mit Klaus Schwab an der Spitze offensichtlich von hinten inszeniert und den europäischen Managern auf diese Art und Weise versprochen, wir machen euch bekannt mit amerikanischen Geschäftsmethoden, sodass ihr genauso erfolgreich sein könnt wie die Amerikaner. Und so ist das Ganze dann ins Rollen gekommen. Also da muss sehr viel Geld im Hintergrund geflossen sein, weil wer heute mal in Davos weilt, der weiß, wenn man da 400 Leute unterbringen will für 2 Wochen, dann muss man 6- bis 7-stellige Beträge hinlegen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und wenn man dann auch noch bedenkt, dass die Top-Speaker der Zeit damals auch schon 5- bis 6-stellige Summen für ihre Auftritte genommen haben, dann weiß man, dass da ganz, ganz viel Geld im Hintergrund geflossen ist. Und tatsächlich, das Ganze ist ein Riesenerfolg gewesen. Das ist dann auch weitergegangen. Also Klaus Schwab hat das dann fortgeführt im 2., 3. Jahr. Interessant ist, dass er das sofort nach der ersten Veranstaltung als Stiftung in der Schweiz angemeldet hat. Und noch interessanter ist, dass die EG-Kommission sofort die Schirmherrschaft übernommen hat. Also er hatte einen Brückenschlag von den USA nach Europa gemacht. Und zwar die EG-Kommission, das war die Vorgängerin der EU-Kommission. Damals war es ja noch die Europäische Gemeinschaft und nicht die Europäische Union. Und der wichtigste Mann damals war Raymond Barr. Das war der EEG-Kommissar und der war dann später auch Finanzminister und Premierminister in Frankreich. Also der hatte da gleich die obersten Leute aus der politischen Riege da auf seiner Seite. Und das Ganze ist dann fortgeführt worden. Interessant waren auch die Gäste, die dann eingeladen wurden. Also beim 2. und 3. Symposium haben dann Otto von Habsburg gesprochen. Dann ist Werner von Braun da gewesen. Dann hat bei einem der nächsten Symposien hat der niederländische Prinz Bernhard die Schirmherrschaft übernommen. Also er hat das geschafft, da immer so die prominentesten und die größten Namen dahin zu schaffen. Interessant ist auch der Hintergrund dieser Leute. Also sowohl Werner von Braun als auch Prinz Bernhard der Niederlande haben eine ziemlich dubiose nationalsozialistische Vergangenheit. Also das hat diese Leute von Anfang an überhaupt nicht gestört, wo aus welcher politischen Ecke die Leute kamen. Aber das Ganze ist weitergegangen und interessant ist dann, wie viel Macht dieses Symposium dann an sich gerissen hat in den 70er, 80er Jahren. Also ab 1984 hieß es dann World Economic Forum. Und bereits Ende der 80er Jahre, muss ich sagen, war es vermutlich eine der wichtigsten Institutionen auf der Welt. Weil Ende der 80er Jahre ist ja in Deutschland die Mauer gefallen. Und nach dem Mauerfall in Deutschland war natürlich die Bestrebung, das große Deutschland wieder zusammenzufügen, sehr groß. Und das große Problem damals war, dass die britische Regierung und die französische Regierung vehement dagegen waren. Also sowohl Margaret Thatcher als auch François Mitterrand wollten auf keinen Fall die deutsche Wiedervereinigung genehmigen. Die amerikanische Regierung hat sich zurückgehalten und interessant ist, diese deutsche Wiedervereinigung ist dann von Klaus Schwab und dem WEF in die Wege geleitet worden. Das erste Treffen zwischen Hans Modrow, dem letzten starken Mann der DDR nach Egon Krenz, und dem deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl damals, hat in Davos stattgefunden im Beisein von Klaus Schwab. Und offensichtlich mit dem grünen Licht der Amerikaner im Hintergrund. Die Amerikaner waren natürlich daran interessiert, die europäische Gemeinschaft zu schwächen. Und die haben sich gedacht, ein großes Deutschland wird auf jeden Fall die Macht der Briten und der Franzosen eindämmen. Auf diese Art und Weise ist dann die deutsche Wiedervereinigung tatsächlich zustande gekommen. Genauso interessant ist das, was dann anschließend in Russland passiert ist. In Russland, also das WEF hat sehr früh Beziehungen zu Michail Gorbatschow aufgenommen. Als Michail Gorbatschow dann gefallen ist und von Jelzin abgelöst wurde, haben sie sich sofort Jelzin zugewandt. Und als Jelzin dann bei der nächsten Wahl zu verlieren drohte, haben sich die großen Oligarchen in Russland in Davos zum Davoser Pakt zusammengeschlossen und haben beschlossen, Jelzin ist unser Mann, der muss an der Macht bleiben. Und dann haben das waren insgesamt 6 Oligarchen, einer war der größte Medienunternehmer in Russland, die haben zusammen mit Schwab dann dafür gesorgt, dass Jelzin an der Macht blieb und dass das westliche Kapital dann mit den Oligarchen Russlands gemeinsame Sache machen konnten. Also das sind jetzt nur 2 Beispiele, wie unglaublich stark die Macht des WEF geworden ist. Im weiteren Verlauf hat es zum Beispiel mitgemacht bei der Gründung wichtiger Organisationen wie die G20. Die G20 sind auf
Initiative von Klaus Schwab gegründet worden. Es gab ja vorher die G7 und die G8. Klaus Schwab hat immer darauf gedrängt, dass man auch Entwicklungs- und Schwellenländer hinzunimmt. Wir hatten ja jetzt gerade das G20-Treffen und viele haben sich gewundert, warum darf Klaus Schwab darauf auftreten. Der Grund ist ganz einfach. Klaus Schwab ist der Initiator dieser ganzen Veranstaltung. Genauso hat er mitgemacht bei der Gründung der Impfallianz Gavi. Die ist im Jahre 2000 in Davos gegründet worden. Also, und später sind dann auch andere Organisationen unter Mitwirkung des WEF entstanden. Und zwar ID 2020 und andere Organisationen wie KTDI, Known Traveler Digital Identity. Da geht es immer um die biometrische Erfassung der Menschen. Also die neue Agenda des WEF, die dreht sich ganz stark um den Transhumanismus, also um die biometrische Erfassung der Menschen. Also man muss Klaus Schwab eines zugutehalten. Also er hat alle Trends, alle technologischen Trends der Zeit immer sehr gut erkannt und ist immer sehr schnell auf diesen Zug aufgesprungen. Aber insgesamt muss man sagen, das WEF ist nichts anderes als, es ist im Grunde keine Stiftung, sondern die größte Lobbyorganisation, die es jemals auf der Welt gegeben hat. Unglaublich. Jetzt habe ich natürlich mehrere Fragen und zwar zum einen für die Zuschauer, die sich jetzt die Frage stellen, wo sie noch mehr dazu erfahren können. Wir wollen das Buch auch direkt unter das Video verlinken. Dort könnt ihr das Buch bestellen. Aber bevor wir noch tiefer in das Buch reingehen, du hast zwei Dinge erwähnt und zwar einmal die Schweiz, also Davos als Gründungsort und zeitgleich Klaus Schwab, der Gründungsvater. Wir wissen jetzt aber alle auch aus deinen Erklärungen, dass natürlich Interessensgruppen dahinter standen, die das finanziert haben müssen. Wie weit konntest du in deinen Recherchen bisher vorandringen, um zu sagen, wer die wirklichen Ideengeber dahinter sind? Denn, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, selbst wenn es Klaus Schwab nicht mehr gäbe, die Idee des World Economic Forums würde nicht über Nacht mit seinem Abtreten dahin siegen, sondern es würde weitergehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig hinzuschauen. Kannst du zu den Namen, die du vorhin schon gesagt hast, und Organisationen vielleicht noch ein bisschen mehr sagen? Das liegt einfach alles offen da. Also man muss sagen, also Präsidenten und Regierungschefs kommen und gehen, aber Klaus Schwab und das WEF bleiben. Also Klaus Schwab ist ja ein relatives Phänomen. Der Mann ist inzwischen 84 Jahre, macht das Ganze seit 52 Jahren. Aber das Ganze wird mit seinem Ableben dann nicht aufhören, sondern diese Organisation wird weitergehen. Um zu wissen, wer die Ideengeber sind und wer die Interessensvertreter sind, muss man sich einfach nur die Partner und die strategischen Partner des WEF angucken. Und zwar gibt es 1.000 Unternehmen, alle mit Milliardenumsätzen, rund um den Globus, die als Partner des WEF fünfstellige Jahresbeiträge zahlen, um an die Informationen zu kommen und an informellen Treffen teilzunehmen, also um Teil dieses World Economic Forum zu sein. Und dann gibt es noch 120 Unternehmen, die gelten als strategische Partner. Das sind auch große Unternehmen mit Milliardenumsätzen, zum Teil allerdings auch etwas kleinere Unternehmen, die allerdings im Bereich der Biometrie arbeiten und deswegen für die Zukunft wahrscheinlich sehr wichtig sein werden. Und zum Teil auch Start-up-Unternehmen, wo man auch sagen kann, die sind technologisch einfach am Zahn der Zeit und die werden in den nächsten Jahren ganz wichtig werden. Diese Unternehmen zahlen inzwischen hohe sechsstellige Beträge für ihre Mitgliedschaft in dieser Organisation. Dann muss man auch noch sagen, dass das World Economic Forum nicht nur zu den westlichen Regierungen, deren Regierungschefs sie ja teilweise ausgebildet haben oder wo sie in den Kabinetten ganz groß vertreten sind, dass die auch hervorragende Beziehungen zur kommunistischen Partei in China haben. Also das World Economic Forum hat praktisch als erste Organisation in den 70er Jahren erkannt, was in China los ist, hat dann nach der Öffnung Chinas, also nach der Abschaffung der Planwirtschaft und der Umkehr Chinas zum Kapitalismus sofort zugegriffen, hat dort ein Büro eröffnet und hat dann die ganze Eingliederung Chinas in die Weltwirtschaft begleitet und vor allem dafür gesorgt, dass westliches Kapital in China reinfließen könnte. Eine ganz wichtige Sache in Bezug auf die Zusammenarbeit mit China ist die Rolle von BlackRock. Also BlackRock durfte ab 2006 in China aktiv werden und zwar als sogenanntes Joint Venture. Also die Chinesen haben immer noch diese Angst gehabt, wie zu Zeiten der Planwirtschaft oder der Umfunktionierung der Planwirtschaft und haben ausländischen Unternehmen nur gestattet, als Joint Venture aufzutreten. Das heißt, ausländische Unternehmen mussten sich ein chinesisches Staatsunternehmen als Partner suchen. Im Jahre 2021, im Sommer 2021, ist diese Regulierung für BlackRock als erstem Unternehmen aufgehoben worden. Interessant ist, dass im Board of Trustees, also im Vorstand des WEF, niemand Geringeres als Larry Fink, der Chef von BlackRock, sitzt. Also da kann man sehen, dass es diese Achse Peking, also die kommunistische Partei in China und der digital-finanzielle Komplex des Westens, dass diese Achse inzwischen real geworden ist.
Ich glaube auch, um den Zuschauern zu veranschaulichen, welche Macht beispielsweise BlackRock hat. Wir haben auch gerade erst darüber ein Video gemacht mit ungefähr 10 Billionen US-Dollar, also 10.000 Milliarden. Kann man als BlackRock nahezu jede Regierung und jedes Land lenken. Und spannend dabei ist auch, dass Larry Fink zwischenzeitlich immer mehr Menschen von BlackRock in der deutschen Regierung positioniert, was mich auch gewundert hat, dass dies so offensichtlich gemacht wird. Und wer das Ganze verfolgt, der weiß auch, dass Larry Fink vor allem die Ideologien von Klaus Schwab in die Welt hinausträgt. Gerade hier ein wichtiges Thema, das wir jetzt ansprechen werden, werden auch die zentralen Digitalwährungen sein, oder die Digitalwährung der Zentralbanken, die uns jetzt allen bevorstehen, 2023 sollen die ersten Prototypen starten, ernst. Und ich kann mir vorstellen, dass noch nicht jeder begriffen hat, wie ernst die Lage eigentlich ist. Denn das könnte das Ende unserer Freiheit sein. Würdest du das so unterschreiben? Und wie siehst du die Entwicklung und das Voranschreiten dieser Digitalwährungen? Was gibt's hier Wir sehen ja im Moment, dass die Menschheit irgendwie abgelenkt werden soll. Also wir sollen ja abgelenkt werden, entweder über den Klimawandel, dann sollten wir abgelenkt werden über die Gesundheitskrise. Dann gibt es die Inflation, dann gibt es den Krieg. Jetzt gibt es hier in Deutschland im Moment die großen Polizeirazzien gegen Fußball-WM. Wie bitte? Die Fußball-WM kommt noch dazu. Dann kommt die Fußball-WM, das ist ganz wichtig noch als ganz große Ablenkung. Brot und Spiele hat immer gut funktioniert. Also wir werden alle abgelenkt. Aber man muss sagen, dass das Projekt CBDC, also Central Bank Digital Currencies, also digitale Zentralbankwährung, im Hintergrund mit einem Turbo getrieben wird im Moment. Also die haben es offensichtlich unglaublich eilig, dieses Geld unter die Leute zu bringen. Und was interessant ist an diesem Geld, ist, dass im Moment jetzt ein Großversuch in den USA läuft, also zwischen der Federal Reserve und einigen großen Finanzunternehmen. Also da sind die Kreditkartenunternehmen dabei, da sind die größten Banken wie die Bank of America und Citibank dabei. Ganz interessant ist, dass dieses neue Geld übrigens ein Zweiklassengeld sein wird. Das wird das erste Geld auf der Welt sein, was ein Zweiklassengeld ist. Und zwar wird es zwei verschiedene CBDCs geben. Es wird eine Wholesale-CBDC geben und eine Retail-CBDC. Und allein an den Namen sieht man schon, dass Europa und Deutschland ganz besonders die Entwicklung vollkommen verschlafen hat, weil es gibt noch nicht mal deutsche Ausdrücke dafür. Also Wholesale ist das englische Wort für Großhandel, Retail ist das englische Wort für Einzelhandel. Es gibt also eine Großhandel-CBDC und eine Einzelhandel-CBDC. Die Wörter verraten einem nicht, was dahinter steckt. Tatsächlich steckt dahinter, dass es eine CBDC geben wird, die zwischen der Zentralbank und den großen Banken und den großen Finanzinstituten gehandelt werden wird. Und dass es eine zweite CBDC geben wird, die Retail-CBDC, die für uns normale Bürger und für den kleinen und mittleren Mittelstand gelten wird. Also das wird das erste Zweiklassen-Geldsystem sein, wobei die Retail-CBDC für uns natürlich unglaubliche Nachteile mit sich bringt. Also ich kann nur an das erinnern, was ich immer sage, die wird damit verbunden sein, dass uns individuelle Steuersätze auferlegt werden können, individuelle Zinssätze, dass uns Strafzahlungen auferlegt werden können, dass man jede unserer Transaktionen wird verfolgen können, dass man uns an ein Sozialkreditsystem wird binden können, dass man das Geld geografisch wird ausrichten können. Das heißt, dass es nur in bestimmten Gegenden ausgegeben werden kann, dass es zweckgebunden ausgegeben werden kann und dass es wie in China an ein Sozialkreditsystem angebunden werden kann, was uns dann das Kaufen bestimmter Gegenstände unmöglich machen kann. Also ich vermute, das wird dann an so etwas wie an den ökologischen Fußabdruck des Einzelnen geknüpft werden. Also wir sind ja im letzten Jahr auf diese QR-Codes vorbereitet worden im Rahmen der Gesundheitskrise. Ich denke, dieses ganze Thema Gesundheit hat sich weitgehend erledigt, weil die Leute das einfach nicht mehr glauben. Aber ich fürchte, dass man jetzt mehr auf Klimawandel setzen wird und dann Einschränkungen vornehmen wird im Namen des Klimawandels. Wobei diese gesamte Agenda auf genau den gleichen oder ähnlichen Lügen beruht wie die gesamte Gesundheitskrise der letzten 2-3 Vierteljahre. Naja, wenn man den Äußerungen der Medien glaubt, dann sind die Zweifel, die man überhaupt an dieser Ideologie der Klimaagenda, wenn man es mal so ansprechen darf, überhaupt nicht mehr gestattet. Also es gibt eigentlich nur eine Wahrheit. Die Wahrheit wird wiederum vertreten von gewissen Großbanken, gewissen Großkonzernen, natürlich auch wieder von diesem World Economic Forum. Es gibt aber auch eine Gruppe von Wissenschaftlern, gerade aus England, auch erst eine Veröffentlichung in den Medien gemacht worden, wo es darum geht, dass man genau diesem Klimawandel entgegentritt und ihn anzweifelt. Ich habe allerdings die Befürchtung, dass es in eine ähnliche Richtung abdriften wird, wie es bei der Impfung war. Die Ungeimpften, die Bösen oder jetzt entsprechend diejenigen, die vielleicht auch beim Krieg gegen einen Krieg sind und gegen Waffenlieferungen, sind ja genauso geframed wie die Ungeimpften zu dem Zeitpunkt der Pandemie. Und in Zukunft könnten es diejenigen sein, die auch dieser Klimaagenda nicht trauen und vielleicht nicht glauben. Siehst du das ähnlich kommen? Gibt es dafür schon erste Anzeichen? Ich meine, in der Öffentlichkeit scheint es ja nur noch die Ansicht von Greta Thunberg zu geben.
Ja, es wird ja auch über die Sprache wird das den Leuten ja langsam untergeschoben. Also wir haben in den letzten 2,5 Jahren erlebt, dass ganz viele Leute diffamiert wurden als sogenannte Corona-Leugner. Also das war ja auch ein Begriff, unter dem ich lange Zeit firmieren musste, obwohl ich diese Krankheit nie geleugnet habe. Und jetzt gibt es den Begriff des Klimaleugners. Also da wird sofort werden die Leute ins Abseits gestellt, die irgendwelche Zweifel an den offiziellen Versionen haben. Und das ganz Gefährliche ist ja an dieser ganzen Situation, dass wir es tatsächlich mit einer ökologisch bedenklichen Situation zu tun haben. Also wir müssen uns ja gar nichts vormachen. Die Welt befindet sich nicht in einem sehr guten Zustand. Die Weltmeere sind in einem katastrophalen Zustand. Die Luft ist verschmutzt. Die Wälder, die haben große Probleme. Es gibt jede Menge menschengemachte Probleme auf der Welt. Nur mit dem Klima hat das alles sehr wenig zu tun und noch weniger hat es zu tun mit den Maßnahmen, die deswegen ergriffen werden sollen. Die Maßnahmen, die ergriffen werden sollen, die gehen ja alle unter diesen Oberbegriffen SDG, also Sustainable Development Goals von den United Nations, oder die gehen unter ESG, das ist dann Environment, Social und Governance. Das ist ja so einer der Lieblingsbegriffe der Grünen heute. Das ist im Grunde nichts anderes als ein Sozialkreditsystem für Unternehmen. Da werden Unternehmen danach geprüft und in Schubladen gesteckt, je nachdem, wie sie auf diese bestimmten Kriterien reagieren. Im Grunde ist das Ganze nichts anderes als die Vernichtung des Mittelstandes, weil die großen Unternehmen, die können diese ganzen Einschränkungen hinnehmen. Die können auch mal so und so viel Dollar oder Euro bezahlen für jede Tonne CO2, die sie ausstoßen. Der Mittelstand kann das nicht. Also das Ganze ist nichts anderes als ein perfider Generalangriff auf den Mittelstand, der leider, muss ich immer wieder sagen, vom Mittelstand bisher nicht richtig erkannt wird. Ja, wir merken es selbst, auch Lieferanten bei uns haben mittlerweile angekündigt, wenn wir in 1 bis 2 Jahren nicht klimaneutral sind, dürften sie uns nicht mehr beliefern. Auch hier, wenn wir mal über die 2 verschiedenen CBDCs sprechen, also die Wholesale CBDC, könnte natürlich auch dazu führen, dass letzten Endes den Banken auferlegt wird, gewisse Auflagen zu machen, also den Geschäftsbanken von den Zentralbanken auferlegt, damit sie eben genau nur noch den Unternehmen Kredite ausgeben, die einen ordentlichen CO2-Stempel haben, die genau diese Agenda erfüllen. Und ich glaube, vielen ist das noch nicht bewusst. Ich hatte gerade erst einen Vortrag von einem mittelständischen oder auf einer mittelständischen Veranstaltung und habe dann wirklich in die Gesichter geschaut und gefragt, warum steht der nicht auf? Warum, ihr wisst, was passiert, warum steht der nicht auf? Und ich glaube einfach, die Antwort darauf ist tatsächlich so lapidar, dass es vielen immer noch zu gut geht. Also man sorgt dafür, dass viele Unternehmen entsprechend immer noch gut überleben können und jetzt nach und nach alles bröckelt. Man sieht es ja bei den ersten Großkonzernen, die abwandern wie BASF, die sich im Ausland, also in China in dem Fall, neue Produktionsstandorte aufbauen aufgrund der fehlenden Energieversorgung. Uns folgen immer mehr und mehr Unternehmen. Doch die Wahrnehmung der Unternehmen, dass doch wieder alles besser werden könnte, ist immer noch da. Was muss denn passieren, dass die ersten Unternehmen in Bewegung kommen? Weil ich kann es überhaupt nicht verstehen, dass da draußen alle ihren Mund halten und zuschauen, was hier auf dieser Bühne abläuft, Ernst. Ja, ich denke, also ich vermute, dass die andere Seite einfach darauf setzt, dass sie im Moment das System noch so ein bisschen so füttert und am Leben erhält, um dann plötzlich also einen ganz großen Crash herbeizuführen. Weil ich denke, die merken, wenn sie es jetzt langsam so zerbröckeln lassen, dann wachen immer mehr Leute auf. Wenn sie es aber auf einmal plötzlich einstürzen lassen, dann ist die Chance größer, dass sie mit ihrer Agenda durchkommen. Und die Agenda der anderen Seite, die ist ganz durchsichtig. Also sie werden diese CBDCs einführen wollen über das universelle Grundeinkommen. Und dieses universelle Grundeinkommen wird nur dann funktionieren, wenn wirklich Millionen von Menschen am Boden liegen. Also wenn die ganzen mittelständischen Unternehmen wirklich die Waffen strecken, wenn deren ganze Angestellte dann wirklich in den Straßen sitzen und kein Geld mehr verdienen und anfangen wirklich sich Sorgen zu machen, wo bekomme ich mein Essen her, dann werden die auftauchen und sagen, passt auf Leute, wir geben euch dieses universelle Grundeinkommen. Und dann wird die Falle zuschnappen. Die Hoffnung, die ich dann trotzdem noch habe, auch wenn dieser Worst-Case-Szenario eintreten sollte, die Hoffnung, die ich habe, besteht ganz einfach darin, dass dieses neue Geldsystem nicht funktionieren wird. Weil Geld funktioniert so einfach nicht. Aber ich habe ja vor ein paar Jahren mal einen Vortrag gehalten, den man im Internet noch finden kann, bei WIR, also Wissen ist relevant. Da habe ich die Geschichte des Geldes mal erklärt und die sollte man sich unbedingt mal vor Augen halten. Dann wird man merken, dass Geld nicht einfach per Mausklick erzeugt werden kann. Auch nicht von der Regierung, auch nicht von der Zentralbank, auch nicht vom digital-finanziellen Komplex. Also dieses neue Geld wird nicht funktionieren. Wenn es tatsächlich eingeführt wird, werden wir in eine Ära von Bürgerkriegen eintreten, die erst dann enden wird, wenn man erkennt, dass das auf jeden Fall nicht der Weg in die Zukunft der Menschheit ist.
Und Christine Lagarde hat ja extra angekündigt, dass der Digital-Euro nicht das Bargeld verdrängen soll, wenn auch beispielsweise in Schweden das Bargeld mittlerweile keine Rolle mehr spielt und in vielen anderen Ländern, gerade seit die Pandemie Einzug fand, immer weiter abklingt. Und eine Sache möchte ich auch noch erwähnen, und zwar, sie sagte, der Digital-Euro wird nicht zum Sparen sein. Das heißt, wir werden eine Währung bekommen und das auf offizieller Bühne verkündet, die nicht dazu dienen soll, dass wir noch in der Lage sind zu sparen, was ja zeitgleich zur Aussage des World Economic Forums passt, dass uns nichts mehr gehören wird und wir auch im Jahr 2030 hoffentlich noch glücklich sind. Aber genau hier besteht meiner Meinung nach der Widerspruch, dass Geld anders funktioniert. Schön, dass du das auch nochmal hervorhebst, Ernst. Schauen wir doch nochmal ein Stück weit zurück zu deinem Buch. Und zwar, du hast über das European Management Symposium oder Forum gesprochen, das später zum World Economic Forum wurde. Wann gelang denn diesem Forum der Durchbruch zur weltweiten Macht über diese gesamten Finanzeliten und die Finanzindustrie? Was waren die entscheidenden Punkte? Wer waren die entscheidenden Menschen? Spielen die heute noch eine Rolle? Vielleicht nochmal hier ein Stück weit auf die Recherchen in deinem Buch. Ja, also die entscheidenden Menschen sind fast alle heute nicht mehr am Leben. Also da ist Klaus Schwab eine ganz große Ausnahme. Aber Klaus Schwab hat auch insofern sehr großes Glück gehabt. Also im Jahre 71, als er das erste Forum damals durchgeführt hat, das war ja das Jahr, in dem der Dollar auch vom Gold getrennt wurde. Also da gab es natürlich ein unglaubliches Interesse seitens des Finanzsystems, also möglichst viel Macht an sich zu reißen, weil man wirklich damals Angst hatte, dass das ganze Währungsgefüge in der Welt zerbrechen würde. Dann 1973 ist das Bretton Woods-System komplett aufgehoben worden. Da sind die Wechselkurse dann freigegeben worden. Das war dann das nächste wirkliche Ereignis, was die Finanzindustrie bewogen hat. Also wir müssen jetzt unsere Kräfte zusammennehmen und wir müssen irgendwo eine Organisation schaffen, die uns weltweit vertritt, die uns weltweit vernetzt, die uns hilft, unsere Agenda überall durchzusetzen. Und da kam noch etwas dazu, was natürlich auch wieder eine glückliche Fügung des Schicksals für Klaus Schwab war. Wir haben ja 1973 den Yom Kippur-Krieg gehabt. Dieser Krieg hat damals zur großen Ölkrise geführt. Und diese große Ölkrise hat natürlich riesige Probleme mit sich gebracht. Und da hat Klaus Schwab sofort schnell zugegriffen. Der hat nämlich damals ein Symposium, ich glaube damals sogar in Arabien durchgeführt und ein weiteres in Montreux. Da hat er nämlich das westliche Geld zusammengebracht mit dem ganzen Geld aus dem Nahen Osten. Und da hat er diesen Unternehmern, also praktisch diese Unternehmer miteinander vernetzt und damit eine riesige neue Finanzkraft geschaffen. Interessant ist, dass damals auch eine der großen Organisationen, ich weiß nicht, ob es die Weltbank oder IWF war, einen Kredit vereinbart hat mit Geldgebern aus, ich glaube, Saudi-Arabien, möglicherweise auch einigen anderen Ländern aus dem Nahen Osten. Das war der größte Kredit, der bis dahin jemals vergeben wurde. Und wer hat diesen Kredit eingefädelt? Das WEF unter Klaus Schwab. Also da sind sehr viele Dinge zusammengekommen, sodass man sagen muss, also ab 1975, 76 war das WEF schon eine Großmacht. Und das ging dann eben in den nächsten Jahren weiter, weil ja die große mehrere Krisen dann auch im Finanzsystem dann zu bewältigen waren. Die 70er Jahre waren ja die Jahre, in denen in Amerika die Inflation plötzlich außer Kontrolle geriet, in der man dann plötzlich den Leitzins auf 22% angehoben hat. Also da waren sehr, sehr viele Faktoren im Hintergrund, die Klaus Schwab in die Karten gespielt haben und die dafür gesorgt haben, dass den Mächtigen es sehr zugute gekommen ist, dass sie sich schnell kurzschließen konnten mit anderen Gleichgesinnten und ihre Agenda auf diese Art und Weise durchziehen konnten. Und für mich also die wichtigen, ganz großen Ereignisse danach waren die ich schon angesprochen habe, also die deutsche Wiedervereinigung, dann die Zementierung der Macht der Oligarchen und dann ab 2000 natürlich auch die Zusammenarbeit mit der Bill und Melinda Gates Stiftung. Also nach dem WEF die zweitwichtigste Stiftung auf der Welt und die drittwichtigste Stiftung, das sind die Bill und Melinda Gates Stiftung und die George Soros Open Foundations Stiftung. Also die drei sind natürlich ganz wichtig, wobei die Bill und Melinda Gates Stiftung sehr eng immer zusammengearbeitet hat. Das haben wir ja alle gerade mitbekommen in den letzten zwei, dreiviertel Jahren, vor allem im Rahmen der Gesundheitskrise. Spannend dabei ist auch aus seinem Buch recherchiert, im Jahr 1987 hatten diese Eliten schon, ich sage jetzt mal, technologische Fortschritte. Damals die Videotelefonie hast du auch angesprochen. Ist es heute auch noch der Fall? Also ich habe mich erst kürzlich, ich darf den Namen leider nicht nennen, mit einem ehemaligen NATO-Mitarbeiter unterhalten, der mir erzählt hat, dass sie bereits um 1990 rum Flatscreens besaßen und Glasfaser, wo andere Menschen noch nicht mal ins Internet dachten. Ist es heute auch noch so, dass genau dieser technologische Fortschritt dafür sorgt, dass derartige Eliten auch diese Macht immer weiter zentralisieren und immer größer werden lassen? Oder hat sie das mittlerweile durchs Internet zerteilt? Das ist wirklich eine ganz furchterregende Entwicklung. Und zwar, Klaus Schwab hat ja nicht nur das Buch The Great Reset geschrieben, sondern er hat ja im Jahre 2016 schon die vierte industrielle Revolution geschrieben. Und das Buch, da sollte man auch mal einen Blick reinwerfen.
Das nimmt wirklich in erschreckender Weise die Zukunft vorweg, weil Klaus Schwab ist ja ein Transhumanist, also ist ein Mann, der davon ausgeht, dass die Menschheit auf ein höheres Level gehoben wird, und zwar durch die Verschmelzung der digitalen Sphäre mit der biologischen Sphäre. Das Ganze nennt sich biodigitale Konvergenz oder Transhumanismus. Und das muss man sagen, damit verlässt Klaus Schwab auch für mich also die Plattform der Menschlichkeit, weil das ist eine Zukunft, die mit der ich also mich überhaupt nicht mehr identifizieren kann und die in meinen Augen in eine ganz schreckliche Richtung führt. Weil für mich ist das Wichtigste an einem Menschen seine Selbstbestimmtheit. Und wenn es zu dieser biodigitalen Konvergenz kommt, dann gibt der Mensch seine Selbstbestimmtheit auf. Es werden ja im Moment also Versuche durchgeführt. Wir wissen ja, dass Elon Musk da ganz führend ist. Übrigens, Elon Musk ist auch einer der Young Global Leaders des WEF, was viele nicht wissen. Er ist also auch aus der Schule von Klaus Schwab gekommen. Und Elon Musk treibt ja mit seinem Unternehmen Neuralink im Moment dieses Implantieren von Chips ins Gehirn des Menschen voran, sodass der Mensch also nicht mehr in der Google-Maschine nachgucken muss, sondern über seine Gedanken diese Google-Maschine in seinem Kopf steuern kann. Das bedeutet, dass dieser Mensch natürlich abhängig wird von Informationen, die ihm von außen, natürlich von der Elite, angetragen werden. Und wir wissen alle, was passiert, wenn wir dann alle unsere Informationen nur noch über Wikipedia bekommen. Dann wissen wir ganz genau, wer Antisemit ist, wer Verschwörungstheoretiker ist. Dann werden wir auch keine Zweifel mehr daran haben. Und deswegen ist diese ganze Zukunftsvision für mich so unglaublich gefährlich. Und Klaus Schwab ist jemand, der in mehreren Interviews gezeigt hat, dass er da überhaupt keine Hemmungen kennt, sondern dass er da richtig begeistert davon ist. Also es gibt ein Interview auf Französisch mit dem Schweizer Fernsehen, wo er wirklich die Katze aus dem Sack lässt, wo er 26 Minuten lang darüber spricht, wie großartig diese Zukunft wird, wenn die Menschen dann tatsächlich mit der digitalen Sphäre verbunden sind und so ein höheres Level der Menschheit erreicht haben. Also da ist eine ganz gefährliche Entwicklung unterwegs, von der wir natürlich überhaupt gar nichts erfahren. Wir dürfen auch nicht vergessen, wie nah wir bereits an diesen Szenarien sind, denn Elon Musk macht diese Versuche schon längst mit Affen und in den nächsten 6 Monaten laut eigener Aussage, in dieser Woche sogar noch, hat Elon Musk bekannt gegeben, dass man in den nächsten 6 Monaten beginnen möchte, diese Versuche bei Menschen zu starten. Wenn man dann liest, dass es mittlerweile die erste Fabrik gibt, in der Roboter selbst Roboter bauen, dann treten wir jetzt in ein Zeitalter ein, der Science Fiction, zumindest fühlt es sich für mich ein Stück weit so an. Was können wir denn tun, um genau diese Entwicklung zu unterbinden? Ich meine, ich bin großer Verfechter deiner Ansätze, wie du es auch gerade gesagt hast, der Unabhängigkeit, vor allem der menschlichen Unabhängigkeit. Und die verlieren wir bei der Verschmelzung in diesem transhumanistischen Szenario. Also macht es Sinn, auch hier aufzuklären, auch hier irgendwie vorzugehen und zu sagen, wir verhindern das. Welche Möglichkeiten siehst du denn? Denn gefühlt ist man ja auch ein bisschen wehrlos gegen diese globale Agenda, die von allen Seiten gerade durch diese Technologie Konzerne vorangetrieben auf uns einprasselt. Ich denke, ganz wichtig ist es, die positiven Entwicklungen auch zu sehen. Es gibt auch positive Entwicklungen. Also die Gegenseite ist im Moment unter ganz großem Druck. Also die stehen eigentlich mit dem Rücken zur Wand. Also diese Gesundheitskrise hat dazu geführt, dass sehr viele Leute sehr kritisch geworden sind. Also die glauben jetzt nicht mehr alles, was ihnen die Regierung und die Großkonzerne erzählen. Also man muss sich dazu nur die neuen Zahlen der, ich sage jetzt mal Injektion, um das Wort nicht zu benutzen, damit das Video nicht gesperrt wird. Also man muss sich die Zahlen der 4., 5., 6. Injektion einfach mal ansehen. Die sind so niedrig, dass man davon ausgehen muss, dass Leute, die das 4-mal mitgemacht haben, ein 5. und 6. Mal nicht mehr bereit sind, das mitzumachen. Das heißt, diese Leute sind in gewisser Weise schon aufgewacht. Die wissen, dass sie da belogen worden sind, die machen diese Agenda nicht mit. Und dann gibt es für mich ein ganz, ganz ermutigendes Szenario. Und da dreht es sich um den Konzern Meta, früher Facebook. Mark Zuckerberg hat ja vor einigen Jahren ganz vollmundig angekündigt, er wird sein Unternehmen jetzt umbenennen in Meta, weil die Zukunft der Menschheit liegt im Metaversum. Er meint also diese zweite Realität, in der wir alle dann Virtual Reality Brillen tragen und uns dann aufs Sofa legen und dann in einer anderen Welt leben. Er hat gesagt, vor einigen Monaten noch hat er gesagt, dass wir in 5 bis 10 Jahren 1 bis 5% unserer Zeit im Metaversum verbringen werden. Und dieses Projekt, muss man sagen, ist krachend gescheitert. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Meta steckt im Moment in großen finanziellen Schwierigkeiten. Man muss sich nur den Börsenkurs von Meta angucken. Der ist um über 30% gefallen in den letzten Monaten. Und wir wissen ja alle, dass Mark Zuckerberg in den letzten Wochen auch 11.000 Leute entlassen hat. Es wird weitere Massenentlassungen geben. Also dieses Unternehmen ist dadurch ganz groß ins Schwimmen gekommen. Zudem hat Facebook dadurch der Ruf von Facebook ganz erheblich gelitten. Mark Zuckerberg steht auch nicht mehr als der große Zukunftsvisionär da. Ich glaube, das sind alles Zeichen, die einen wirklich ermutigen.
weil es tatsächlich auch der Hintergrund ist, zum Beispiel, dass sehr viele Eltern nicht wollen, dass ihre Kinder mit solchen Brillen im Kinderzimmer sitzen. Und das ist für mich endlich mal ein Umbruch, weil die ganzen Eltern, die bisher zugelassen haben, dass ihre Kinder den ganzen Tag entweder mit dem Handy rumsitzen oder vorm iPad sitzen und den ganzen Tag nur noch streichen, statt irgendwas selber zu lesen, die Eltern haben offensichtlich jetzt eine Schwelle erreicht, wo sie sagen, nee, so geht's nicht weiter. Und ich denke, der nächste Schritt wird dann vielleicht sein, dass diese Eltern ihren Kindern dann auch mal wieder gelegentlich ein Buch oder auch zwei Bücher kaufen oder den Kindern auch mal wieder selber was vorlesen. Also ich sehe da auch wirklich sehr positive Anzeichen. Ja, finde ich ganz wichtig auch anzusprechen, vor allem auch nochmal unsere Redefreiheit. Wir wurden in meinem letzten Webinar angegriffen und zwar hat man versucht, uns dort mundtot zu machen, man versucht, den Livestream zu hacken und lahmzulegen. Es ist den Angreifern nicht gelungen, es konnten zwar knapp 10.000 Zuschauer nicht in dieses Webinar reinkommen, allerdings muss man auch sagen, wir haben dort über die Agenda des World Economic Forums gesprochen, also eigentlich kein Wunder, dass es Widersacher gibt, die uns hier sperren oder mundtot machen wollten. Und ich möchte trotzdem noch mal an dem Buch festhalten, weil es hat mich wirklich gefesselt und du hast so tiefgründig recherchiert, wie es wahrscheinlich noch keiner gemacht hat. Bist du auch auf Widerstände gestoßen bei deinen Recherchen? Also wie bist du denn vorgegangen? Hast du auch auf offizieller Seite Informationen eingeholt? Wurde dir was verweigert? Waren die kooperativ? Vielleicht kannst du auch zu dieser Arbeit mal ein bisschen was sagen. Ich glaube, das interessiert die Menschen auch. Also kooperativ war das WEF insofern gar nicht, weil ich habe sehr viele Seiten mir vorher gemerkt oder selbst in eine Datei gelegt. Und als ich das Buch dann angefangen habe zu schreiben, habe ich gemerkt, dass sehr viele von diesen Dateien plötzlich nicht mehr auffindbar waren. Also das WEF hat in den letzten Monaten und auch in den letzten Jahren die ein oder andere Datei verschwinden lassen. Und die Rate, mit der es die Dateien verschwinden lässt, die hat ganz gewaltig zugenommen. Also das Letzte, was verschwunden ist, nur ganz interessant, um was Aktuelles anzusprechen, ist das FTX, der pleitegegangene Kryptohandel, dass der einer der Partner des WEF gewesen ist, dass aber am 11. November, direkt nach der Pleite von FTX und nachdem klar wurde, dass FTX ein Betrugsunternehmen gewesen ist, ist diese Seite weggenommen worden vom WEF. Also das WEF arbeitet da ganz heftig daran, an der Manipulation der Öffentlichkeit. Aber für mich ist das auch wiederum ein Zeichen nicht der Stärke, sondern der Schwäche. Die Leute müssen offensichtlich verbergen, was sie da in Wirklichkeit tun. Und deswegen, also ich habe mich natürlich nicht auf deren eigene Informationen verlassen, aber es gab genügend Informationen, es gibt genügend Leute, die einiges im Hintergrund gewusst haben. Aber ich muss sagen, alle meine Informationen, die ich in dem Buch gegeben habe, und ich habe nicht alles rausgelassen, was ich wusste. Ich habe viele Sachen, die also auch ins Private gehen, also über Klaus Schwab, über seine Ehe und über seine Hintergründe, über seine andere Stiftung, die er gegründet hat, mit der er sich natürlich auch selber bereichert hat. Ich habe das alles weggelassen. Ich habe gedacht, es reicht einfach, die Funktion des WEF da mal ganz klar zu erklären, weil es gibt dann natürlich am Rande unendlich viele kleine kriminelle Delikte, die man auch noch mit hätte reinbringen können. Aber ich wollte mir da auch nicht so viel Angriffsfläche, bieten, sondern ich bin nur auf die Dinge eingegangen, die eigentlich mehr oder weniger in der Öffentlichkeit sind. Also zum Beispiel, ich habe ja diese Liste aufgestellt mit den 120 strategischen Partnern, da habe ich ganz kurz erklärt, wer diese Unternehmen sind, was diese Unternehmen machen, wie viele Leute die beschäftigen. Das ist also der zweite Teil. Und der dritte Teil, das sind dann die Young Global Leaders. Diese Listen sind auch manipuliert worden vom WEF. Da sind einige Namen verschwunden. Wir haben jetzt mit einem Team versucht, die Originallisten wiederherzustellen. Das ist uns weitgehend auch gelungen. Also ab 2004 sind diese Young Global Leaders dann da drin. Was die Global Leaders for Tomorrow angeht, da gibt es noch eine Liste im Internet, die heißt WikiSpooks. Da kann man sich die selber nachlesen. Also diese Liste wird wohl wahrscheinlich nicht gelöscht werden können, weil die hat die ganze Zeit überlebt. Deswegen haben wir sie auch aus Platzgründen nicht in das Buch mehr übernommen. Das ist ganz, ganz spannend. Also zwei Dinge, die du angesprochen hast. Zum einen diese Information, die du nicht drin hast. Darüber können wir natürlich gerne auch im geschlossenen Bereich reden. Unbedingt. Aber auf der anderen Seite möchte ich nochmal FTX aufgreifen, um die Dimension klar zu machen. Denn die Dimension war, FTX hatte einen Firmenwert von 40 Milliarden US-Dollar. Der Gründer, Sam Bankman-Fried, war der zweitgrößte Spender bei den letzten US-Wahlen. Also hat mit 40 Millionen US-Dollar Joe Biden unterstützt und hat gesagt, sollte es dazu kommen, dass Donald Trump gewählt wird, würde er 1 Milliarde an die Demokraten spenden. Also auch das unfassbar. Dazu kommt dann, dass scheinbar die Ukraine auch Gelder, also Hilfsgelder aus
EU-Kreisen dort geparkt haben sollten, die unter Umständen auch verschwunden sind. Hier wird gerade recherchiert. Und was mich noch betroffener macht, ist, dass der Herr, der diese Plattform in den Sand setzt, auf der über 1 Million Nutzer täglich 10 Milliarden US-Dollar im Schnitt bewegt haben, mittlerweile sogar öffentlich beim Wall Street Journal war es, glaube ich. Bei der New York Times, an einer Podiumsdiskussion zumindest digital teilgenommen hat und dass der nicht hinter Gittern verweilt, sondern in der Öffentlichkeit sogar noch PR-Arbeit betreibt, schockiert mich aufs Tiefste, was mir auch zeigt, wenn die SEC, die ja da stark mit vernetzt war, also die amerikanische Börsenaufsicht, hier keine Riegel vorschiebt und nicht die Geheimdienste diesen Mann suchen, dann frage ich mich natürlich, was steckt dahinter? Und man muss eines wissen, 1000 Partner, die das World Economic Forum hat, einer davon war FTX, dass man den dann einfach nicht mehr in der Öffentlichkeit darstellt, ihn leugnet oder ignoriert aufgrund dessen, finde ich auch sehr, sehr, sehr krass. Also ich glaube, da gibt es noch viel wichtigere Hintergrundinformationen, die wir heute in dem Video gar nicht besprechen können. Aber das zeigt einfach nur mal, wie vernetzt das alles miteinander ist. Und wir haben bei der transhumanistischen Agenda ein Stück weit einen Punkt ausgelassen, der mich auch noch, oder den ich für sehr, sehr wichtig halte. Und zwar ist es, glaube ich, das, was viele auch noch nicht verstehen, dass das letzte Puzzleteil, das eben in diesem Zusammenhang fehlt, auch wieder das Geld ist. Denn wenn wir es schaffen sollten, dass wir alles, also alle digitalen Identitäten miteinander verbinden und letzten Endes das Geld der letzte Tropfen ist, dann sind wir genau im Orwellschen Szenario ernst. Und es hat sich viel in der digitalen Agenda in den letzten Monaten aufgetan. Darüber haben wir jetzt auch schon länger nicht mehr gesprochen. Wo ist denn der aktuelle Ist-Zustand? Denn die Menschen haben, glaube ich, nicht wirklich mehr den Überblick bei all den Themen, die derzeit um uns herum passieren. Ja, der Ist-Zustand ist sehr schwer zu erklären. Also der Ist-Zustand ist so, was das Finanzsystem angeht, dass im Moment mit dem Turbo die CBDCs durchgebracht werden sollen. Also nochmal zurück auf FTX. Also dass Sam Bankman-Fried frei herumläuft, ist für mich ein Indiz dafür, man lässt ihn frei herumlaufen, um Kryptowährungen zu diskreditieren. Weil Sam Bankman-Fried ist ein Betrüger. Der hat also für sich selbst 1 Milliarde eingesteckt, für sein Unternehmen 2,3 Milliarden eingesteckt, die alle verloren sind, die nicht mehr aufzufinden sind. Der Mann lebt in einer 50-Millionen-Villa auf den Bahamas irgendwo. Also das ist ein ganz offensichtlicher Betrüger. Aber der darf im Moment frei rumlaufen. Und warum darf er das? Weil der Mann diskreditiert die gesamte Kryptoszene. Und was wird passieren, wenn man digitale Zentralbankwährungen einführt? Die Leute werden reihenweise nach einem Ausweg suchen und ganz viele Leute hätten diesen Ausweg entweder in Bitcoin oder in Ripple oder Cardano oder sonst anderen Kryptowährungen gesucht. Und diesen ganzen Bereich, den will man im Moment in den Dreck ziehen, den will man mit Schmutz bewerfen, den will man unglaubwürdig machen. Und das macht man, indem man Bankman-Fried einfach die Möglichkeit gibt, sich weiter da zu entblößen. Also da steckt eine ganz klare Taktik dahinter. Was den übrigen Zustand der Entwicklung der künstlichen Intelligenz angeht, also ich glaube, da sollten wir uns alle keine großen Illusionen mehr machen, weil wir alle unterliegen der künstlichen Intelligenz schon seit längerem. Also wir wissen ja, dass die Zentralbanken seit 2007, 2008 alle auf BlackRock angewiesen sind, weil die damals nicht genug Informationen hatten und auf das der Finanzdatenanalysesystem Aladdin von BlackRock zurückgreifen müssten. Und das ist nichts anderes als künstliche Intelligenz. Also künstliche Intelligenz, die alle Informationen aus dem Finanzsystem aufsaugt und gleichzeitig Zukunftsszenarien durchspielt. Also Großunternehmen können sich mit Aladdin vernetzen und da so bestimmte Zukunftsszenarien dann durchspielen. Also was passiert zum Beispiel, wenn 23 der nächste Lockdown kommt? Wie betrifft das mein eigenes Unternehmen? Wie betrifft das bestimmte Währungsumtauschfrequenzen und so weiter? Also da kann man sich alles schon erzählen. Und dieses System bestimmt heute auch schon die Politik der Zentralbanken und damit auch all die Preise, die wir jeden Tag im Alltag bezahlen. Also wir unterliegen längst dieser künstlichen Intelligenz. Es ist wirklich, wirklich Zeit aufzuwachen und sich aufzustellen und zu sagen, das kann so nicht weitergehen. Aber es wird so nicht weitergehen, weil diese Agenda, wie gesagt, die Agenda funktioniert nicht, weil die Agenda ist total unmenschlich. Die lässt sich mit der Selbstbestimmtheit des Menschen nicht vereinbaren. Die einzige Frage, die sich für mich immer noch stellt, ist, wann wird das Ganze kippen? Dass es kippen wird, ist für mich ganz, ganz außer Zweifel. Vor allem zu AI, um noch ein, zwei Praxisbeispiele zu nennen.
bin vor wenigen Wochen auf das Unternehmen OpenAI gestoßen, bei dem übrigens auch Elon Musk der größte Aktionär und Investor ist, wieder mal. Und wenn man dort beginnt, selbst mal Fragen in die, also in die künstliche, also in die AI zu werfen, also Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, dann kommt am Ende des Tages, kommen Ergebnisse raus, die haben mich einfach, also wirklich, die haben mich sprachlos gemacht. Du kannst quasi jede Frage in die künstliche Intelligenz werfen, du bekommst eine plausible, sauber ausformulierte Antwort. Und ich denke, das ist was viele wirklich selbst mal testen sollten. Man kann es bei OpenAI prüfen, um einfach mal zu verstehen, wie weit diese künstliche Intelligenz mittlerweile fortgeschritten ist und wie stark sie uns auch schon an verschiedenen Lebensbereichen dominiert. Wie viele Berufe vor allem irrelevant werden. Also wenn wir uns mal den Journalismus anschauen, der ja maßgeblich davon lebt, dass er aus dem investigativen Bereich sowas herauszaubert, der wird in Zukunft wahrscheinlich zu Großteilen nur noch durch die künstliche Intelligenz gesteuert. Wozu braucht es überhaupt noch Journalisten? Wozu braucht es noch Grafiker? Selbst künstliche Intelligenz ist in der Lage, Bilder zu designen, wenn du gewisse Begriffe vorher hereingibst. Also all diese Berufszweige werden hier, wenn wir die Menschlichkeit verlieren, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Bestandteil und die Selbstbestimmung, in Zukunft leiden. Deswegen sollte es jedem im Interesse sein, dass wir auch ein Stück weit daran festhalten, dass das in einem kontrollierten Ausmaß abläuft. Gibt es denn Möglichkeiten, wie wir auch hier wieder Einfluss nehmen, deiner Meinung nach? Ich denke, da kann jeder im Alltag anfangen. Also gerade den jungen Leuten kann ich immer wieder nur sagen, also hört auf, immer digital zu bezahlen bei jeder Gelegenheit. Benutzt mal wieder das Bargeld, seht dafür dazu, dass das nicht noch weiter zurückgedrängt wird. Und jungen Eltern kann man immer wieder nur sagen, also schützt eure Kinder vor diesen waren mit den iPads und diesen ganzen elektronischen Geschenken, gerade jetzt, wo Weihnachten vor der Tür steht, kauft denen mal wieder ein Buch oder lest denen mal wieder was vor, spielt mal mit denen wieder. Also ich denke, da gibt es tausend Möglichkeiten im Alltag, sich dieser ganzen Entwicklung zu widersetzen. Also man muss nicht alles einfach so hinnehmen. Und ich glaube aber auch, dass die Menschheit so langsam einen Punkt erreicht hat, wo das also auch genug ist. Also ich kenne jetzt über meine Kinder auch junge Leute, relativ viele junge Leute, wo ich merke, dass eine gewisse Sättigung auftritt. Also die waren immer eine ganze Zeit lang sehr begeistert von dieser ganzen Digitalisierung, aber die merken dann auch irgendwann, dass es doch einen Unterschied macht, ob man digital zu Hause ist oder ob man an der frischen Luft irgendwie Sport treibt. Da gibt es schon gewisse Unterschiede und man sollte nicht vergessen, dass wir alle aus der Natur kommen und eigentlich auch in die Natur gehören und nicht irgendwie auf einem Stuhl vor einem digitalen Gerät geboren wurden und unser Leben davor verbringen sollten. Ich denke, das schönste Beispiel ist auch, wenn man die Kinder anspricht, einfach einmal die ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken und vor allem, was dabei herauskommt, wie sich die Kinder entwickeln, wenn man nicht ständig am Handy nebenher rumdattelt und sich wirklich darauf fokussiert, dass es noch mehr gibt als das, was wir hier gerade sehen. Schauen wir uns nochmal das nächste Thema an, und zwar das Thema Kriege hat mich auch sehr empört. Und zwar, man geht ja davon aus, dass Kriege zwischen einzelnen Staaten stattfinden. Doch wenn man weiß, dass das World Economic Forum mittlerweile an allen Staatsoberhäuptern dran ist, zumindest nahezu an allen, es gibt ja auch Strittigkeiten darüber, ob Wladimir Putin überhaupt noch Teil des World Economic Forums ist. Aber wenn man sich das Ganze mal anschaut, dann die Frage, an welchen Kriegen war das WEF deiner Meinung nach denn direkt oder vielleicht indirekt beteiligt? Was geben deine Recherchen hier aus deinem Buch? Na, die ganz einfache Sache ist die, dass wenn einer auf der Welt in den letzten 50 Jahren Kriege hat verhindern können, dann wäre das Klaus Schwab gewesen. Also nehmen wir mal das Beispiel Ukraine-Krieg. Klaus Schwab ist bestens bekannt mit Wladimir Putin, er ist bestens bekannt mit Herrn Zelensky, er ist bestens bekannt mit Joe Biden. Er hätte Macron mit an den Tisch nehmen können. Er hätte Olaf Scholz mit an den Tisch nehmen können. Er hätte diese ganzen Leute zusammenbringen können und in einer stillen Runde in Davos mal sagen können, Leute, legt mal eure Differenzen auf den Tisch, wir diskutieren das mal aus und wir verhindern, dass es dann zum Waffengang kommt. Er hat nichts dergleichen getan. Also, und das gilt nicht nur für den Ukraine-Krieg, sondern es gilt auch für alle anderen Auseinandersetzungen der Vergangenheit. Also es gibt einen Menschen auf der Welt, der die Handynummern von allen Führern der Welt und von allen Konzernspitzen der Welt in seinem Handy, die Nummern in seinem Handy hat und der diese Leute sofort erreichen kann und denen sofort sagen kann, pass mal auf, so geht es nicht. Wir müssen mal miteinander reden. Wir müssen sehen, dass wir die Menschen schützen vor dem, was sie jetzt gerade im Moment bedroht. Aber Klaus Schwab hat geschwiegen und das ist für mich, der hat sich damit schuldig gemacht. Ja, wichtig anzusprechen, vor allem in der Zeit, in der wir uns heute bewegen, in der auch ein dritter Weltkrieg vielleicht auch gar nicht mehr wirklich auszuschließen ist, als die Nachricht kam, dass in Polen mutmaßlich eine russische Rakete eingeschlagen ist, ist, glaube ich, jedem erstmal der Atem angehalten. Es hat sich dann recht schnell aufgeklärt und mich hat es auch gewundert, dass seitens Washington so schnell die Informationen kamen.
Welche Rolle spielt denn derzeit die USA in dem ganzen Zusammenhang? Also für mich vor allem bedrückend, wenn man sich anschaut, dass ja, Olaf Scholz mit Joe Biden auf einer öffentlichen Podiumsdiskussion in einem Gespräch war und Joe Biden dabei sogar noch sagte, dass wenn es zum Einmarsch und zur Invasion Russlands in der Ukraine käme, dass Nord Stream 2 nicht mehr existiert. Siehst du hier Zusammenhänge? Und vor allem, wenn du sie siehst, warum sieht sie der restliche Journalismus nicht? Na, der restliche Journalismus versucht immer eine Seite zu ergreifen. Also entweder die Leute sind auf der Seite der USA oder sie sind auf der Seite Russlands. Und das große Problem ist, die sehen nicht, dass es eine größere Kraft im Hintergrund gibt, die eigentlich die Fäden zieht. Also für mich ist das Weiße Haus noch nie entscheidend gewesen, auf jeden Fall nicht in den letzten 120 Jahren. Also die Politik des Weißen Hauses ist im letzten Jahr, im gesamten letzten Jahrhundert von den Großbanken der Wall Street bestimmt worden und die wird im Moment von den großen Vermögensverwaltern bestimmt. Also wir haben ja schon erwähnt, wie unglaublich mächtig BlackRock ist, aber man muss sich mal vergegenwärtigen, BlackRock hat als Hauptaktionär Vanguard, das ist die zweitgrößte Vermögensverwaltung und das ist die beiden zusammen verwalten zusammen alleine schon über 17 Billionen Dollar. Die beiden sind aber zusammen auch noch Hauptaktionäre der nächsten 6 von den weiteren 8 größten, also von den 10 größten Vermögensverwaltern der Welt, sind 8 direkt abhängig von Vanguard und BlackRock. Also diese beiden Vermögensverwalter haben so viel Macht, wie noch nie irgendeine Bank, auch keine Großbank der USA jemals gehalten hat. Und die geben den Ton an. Das zusammen mit den Digitalkonzernen, weil die Digitalkonzerne sind natürlich auch ungeheuer wichtig. Erstens sind diese beiden, BlackRock und Vanguard, die Hauptaktionäre sowohl von Alphabet, Amazon, Microsoft und Apple, aber auch gleichzeitig haben die fast alle anderen Unternehmen auf der Welt in der Hand, weil die ja deren Datenströme kontrollieren. Also das hat es ja noch nie in der Geschichte der Wirtschaft gegeben, dass ein Zweig, ein Bereich, nämlich die IT-Industrie, über die Interna aller anderen Industrien Bescheid wusste. Und man muss sagen, diese großen IT-Konzerne, die wissen alles. Die wissen alles über jedes mittelständische Unternehmen. Die wissen auch alles über jedes andere Großunternehmen. Deswegen sind die so mächtig. Und deswegen muss man sich nicht damit aufhalten, sich zu überlegen, was macht denn Joe Biden, was macht Olaf Scholz? Man muss einfach sich immer wieder vergegenwärtigen, die beiden sind nichts anderes als Marionetten, die das ausführen, was die Großen im Hintergrund gerne mögen. Und natürlich mögen die im Hintergrund sehr gerne, wenn die die Leute immer wieder ablenken. Wenn die also für kleine Skandälchen sorgen oder wenn die sich bekriegen, wenn das dann darum geht, also hat der irgendwie recht oder hat der recht, ist Putin nun im World Economic Forum, ist er nicht im World Economic Forum? Putin hätte das Ganze schon längst aufklären können. Er hätte sich mal ganz klar dazu äußern können. Klaus Schwab hätte sich auch dazu äußern können. Keiner von denen äußert sich dazu. Die wollen, dass diese Konflikte immer schwelen, weil so kann deren Agenda einfach weitergehen. Dann schauen wir uns doch mal an, was die Zuschauerfragen an dich richten, lieber Ernst. Und zwar, wie kommt es, dass in diesem Land so eine schlechte Politik das Volk vernichten darf und sich keiner wehrt? Ist jetzt mal eine allgemeine Frage, fand ich toll. Biggie Hook fragt das. Ja, das liegt an dem Unwissen der Mehrheit der Menschen. Also die Mehrheit der Menschen versteht einfach nicht, was um sie herum passiert. Die Leute haben vor 2,5 Jahren geglaubt, dass sie durch eine Krankheit unglaublich bedroht werden. Die Leute glauben jetzt zum großen Teil, dass sie durch den Wandel des Klimas unglaublich bedroht werden. Die haben bisher noch nicht begriffen, dass dahinter eine Agenda steckt von sehr mächtigen und sehr wohlhabenden Menschen, die versuchen, ihre Macht unter Bedingungen aufrechtzuerhalten, unter denen diese Macht eigentlich nicht aufrechtzuerhalten ist. Also wir haben ein zerfallendes Finanzsystem, auf dem die Macht dieser Elite basiert. Dieses Finanzsystem funktioniert nicht mehr, deswegen greifen die zu diesen ganzen Lügen. Und wenn diese ganzen Lügen, so wie es jetzt in der letzten Zeit Gott sei Dank langsam passiert, wenn die alle aufbrechen und aufplatzen, dann wird die Macht dieser Leute auch immer bröckeliger werden und dann wird die auch irgendwann enden. Danke. Die nächste Frage kommt von Hasso Sens. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Welche Rolle spielte das WEF im Zusammenhang mit dem Kalten Krieg und den aktuellen Kriegen? Gut, es gibt ja mehrere Kriege aktuell. Ich nehme jetzt mal an, Russland, ja, genau. Ukraine und Taiwan, ja, China oder vielleicht auch Iran. Das können wir ja mal vielleicht mal ein bisschen zusammenfassen. Ja, auch der Kalte Krieg war ja eine große Ablenkung der Leute. Also im Rahmen des Kalten Krieges haben ja damals auch im Hintergrund die Großbanken der USA eine ganze Menge Geschäfte gemacht. Also man muss immer bedenken, dass auch die Errichtung der Sowjetunion, also selbst die russische Revolution wird uns ja als etwas Falsches verkauft. Also die russische Revolution als Revolution hat es nie gegeben. Das ist ein Putsch gewesen, der ist damals finanziert worden, hauptsächlich von Deutschland, vom Deutschen Kaiserreich. Und da waren also westliche Geldgeber dahinter. Das Gleiche gilt für den Zweiten Weltkrieg und für die Aufteilung der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg. Also es ist nie so gewesen, dass es da tatsächlich immer nur diesen Disput gegeben hat zwischen Russland und dem Ostblock,
sondern dieser Disput ist immer angeheizt worden, vor allem damals vom militärisch-industriellen Komplex, weil der hat daran richtig verdient. Weil damals haben wir die Zeit der ungebremsten Aufrüstung erlebt. Da ist der militärisch-industrielle Komplex immer stärker und immer mächtiger geworden. Nur der ist inzwischen abgelöst worden durch den digital-finanziellen Komplex, der heute noch mehr Macht an sich gerissen hat als dieser alte Komplex damals. Super. Dann schauen wir uns die nächste Frage an von Gringo06. Wie würde deiner Meinung nach ein optimales Finanzsystem aussehen, wenn es ausschließlich nach dem Volk und nicht den Eliten gehen würde? Ja, das Wichtige ist, dass man das nicht technisch oder technologisch betrachten muss. Also es gibt keine Kryptowährung, die irgendwie technologisch so raffiniert gestaltet werden kann, dass sie wirklich demokratisch ist. Man muss sich immer wieder ins Gedächtnis rufen. Geld selbst ist undemokratisch. Geld hat die Eigenschaft, sich ungleich zu verteilen. Und das größte Problem in der Welt ist die Ungleichheit. Die Ungleichheit, ich meine jetzt nicht, ich bin jetzt keiner, der für die absolute Gleichmacherei plädiert. Aber wenn die Ungleichheit ein bestimmtes Maß überschreitet, dann wird es sozial, wirtschaftlich und finanziell gefährlich. Und genau das sehen wir in unserer Zeit. Unsere Zeit ist dadurch geprägt, wir haben die höchste Ungleichheit in der Geschichte der Menschheit. Es hat noch nie so Ultrareiche, so wenige, so Ultrareiche gegeben wie in unserer Zeit. Und es hat noch nie eine Zeit gegeben, in der 24 oder 36 Leute so viel besessen haben wie die ärmere Hälfte der Menschheit. Und das ist einfach ein ungesunder Zustand. Und deswegen ein gesundes Geldsystem, ein gutes Geldsystem, ist ein Geldsystem, bei dem der Mensch über die Verteilung des Geldes teilweise bestimmt. Also da müssen gewisse Grenzen gesetzt werden. Und ich finde, also für mich wäre ein gutes Geldsystem zum Beispiel eins, wo die Geldschöpfung selber besteuert wird. Ich finde, man sollte bestimmte Bereiche der Gesellschaft einfach aus diesem ganzen kapitalistischen Wettbewerbsprinzip rausnehmen. Also dazu gehört für mich der Bereich der Gesundheit, der Bereich der Erziehung, der Bereich der Ausbildung und der Bereich der Altenpflege. Ich finde, das sind Bereiche, in denen sollte Geld keine Rolle spielen. Deswegen sollte man bei der Geldschöpfung einen bestimmten Teil des Geldes durch Besteuerung in diesen Bereich hineinfließen lassen, damit dieser Bereich für sich ganz alleine funktionieren kann. Ansonsten kann man das Wettbewerbsprinzip meiner Meinung nach sollte man auf jeden Fall aufrechterhalten. Ich finde allerdings, man sollte zwei große Einschnitte machen, damit diese Welt etwas demokratischer wird. Erstens, man muss das große Finanzcasino stilllegen. Also es geht nicht an, dass dieses ganze Derivate-Casino, also diese Wetten im Finanzsystem, unser Leben tagtäglich bestimmen. Da muss eingegriffen werden, da muss Einhalt geboten werden. Und das Zweite ist, die Macht der Digitalkonzerne muss unbedingt gebrochen werden. Und die muss man nicht mit Gewalt brechen, sondern die kann man auf eine ganz einfache Art und Weise brechen. Und zwar, man muss nichts anderes tun, als Lizenzen und Patente freigeben. Sobald die freigegeben sind, werden Apple und Amazon sich nicht mehr zurücklegen können und sagen können, wir sind die Herrscher der Welt. Wir sehen das zum Beispiel an dem System Linux, an diesen ganzen Open-Source-Systemen. Die funktionieren, indem die Kreativität der Menschen gebündelt wird und zusammengebracht wird. Und die Kreativität der Menschen, die ist grenzenlos. Die Menschen würden ganz schnell tollste Systeme entwickeln, wenn diese Behinderung durch diese ganzen Patenten und Lizenzen wegfallen würden. Also das sind für mich so die Ansätze, wie eine bessere Gesellschaft gestaltet werden könnte. So, und noch eine Abschlussfrage, und zwar, was treibt Ernst Wolf an? Sie leben doch sicher sehr gefährlich, fragt A.S. Also ich muss sagen, ich lebe relativ ruhig. Also ich finde nicht, dass ich besonders gefährlich lebe. Also natürlich ist das, was ich sage, für einige Leute nicht besonders angenehm. Aber ich muss sagen, erstens bin ich 72 Jahre alt und habe also wirklich ein tolles Leben gehabt bisher. Und zweitens muss ich sagen, ich habe Kinder, ich habe Enkelkinder und ich fühle mich denen auch verpflichtet. Also ich möchte nicht, dass die in einem digitalen Gefängnis landen. Und das motiviert mich natürlich auch jeden Tag. Und außerdem, ich bin dafür, dass der Mensch als Mensch seine Selbstbestimmtheit behalten darf. Und deswegen kann ich mich nicht einfach zurücklegen mit dem, was ich in meinem Leben in den letzten 50 Jahren selber erlebt und gelernt habe. Da kann ich mich nicht zurücklegen, in irgendeine Hängematte irgendwo auf die Bahamas gehen, sondern da muss ich einfach da bleiben, wo ich jetzt bin und einfach weitermachen. So einfach ist das. Ganz, ganz wichtig und wertvoll. Und ich glaube auch, Darf ich noch ganz was Persönliches sagen? Im Übrigen gibt es auch immer ganz wunderschöne Belohnungen. Also ich schwitze jetzt im Moment ein bisschen, weil ich diesen Pullover die ganze Zeit getragen habe. Ja. Den habe ich nicht umsonst getragen. Den habe ich deswegen getragen, den hat mir eine alte Dame aus der Schweiz zugeschickt. Und zwar als Dankeschön für meine Videos. Der hat gesagt, falls es tatsächlich zu einem Energieproblem in Deutschland kommen sollte, dann möchte ich, dass Sie weitermachen und dass Sie warm bleiben dabei. Und ich finde, also das ist doch wirklich eine tolle Belohnung für unsere Arbeit.
Als kleines Dankeschön, dass Sie so lange dran geblieben sind, liebe Zuschauer, möchten wir jetzt nochmal 10 Exemplare dieses Buchs verschenken. Also alle, die hier unten in die Kommentare schreiben, nehmen automatisch mit an der Verlosung teil. World Economic Forum, wir verlinken das Buch auch für alle, die keins gewinnen. Einfach unter das Video auf den Link und klicken. Kleines Schlusszitat von Alan Kay, fand ich sehr treffend. Die Zukunft kann man am besten voraussagen, wenn man sie selbst gestaltet. Daran arbeiten wir, nicht nur hier, auch in dem geschlossenen Bereich und jeden Tag mit unseren Veröffentlichungen. Ich sage nur herzlichen Dank, Ernst, und dass du dir die Zeit genommen hast, ist wieder mal ein Genuss. Das Schlusswort liegt wie immer bei dir. Ich wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest. Ich wünsche allen einen guten Jahreswechsel und bleiben Sie menschlich und versuchen Sie, sich ab und zu mal durch einen Spaziergang im Wald von der digitalen Welt zu lösen. Und sehen Sie nicht immer in Twitter rein, weil Twitter ist auch nicht gerade das Schönste. Also versuchen Sie einfach, diese ganzen Sachen mal hinter sich zu legen, lassen und schauen Sie auf Ihre Familie. Familie ist das Wichtigste, was wir haben. Und der sollte in der nächsten Zeit unserer Aufmerksamkeit gehören. Hier geht's zum letzten Video. Und ich freue mich natürlich, wenn Sie unseren Kanal, aber auch Ernst YouTube-Kanal abonnieren, der ebenfalls unten verlinkt ist. Danke, lieber Ernst. Bis zum nächsten Mal.